Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockt Sims 4, dem Telefonmast-Simulator 2014, jetzt in Farbe und im Bunt und ganz ohne Drähte, wie man sieht. Das ist dann der WLAN-Kabel, das hängt hier rüber. Nee, natürlich nicht, wir sind immer noch bei den Quantums. Und es ist Montag, kurz nach 1 Uhr morgens und die beiden schlafen noch. Und ich hoffe ja wirklich und anständig und insbründisch, dass der Junge bald ein Einser-Schüler wird. Hallo Tim. Der steht ja eigentlich schon recht gut mittlerweile da. Und da denke ich mal, da geht definitiv bald was, wenn wir die ganzen Zusatzaufgaben lösen. Ich denke mal, das wird wirklich pro Tag eine sein oder so. Schauen wir mal nach, wie das geht. Wenn der nämlich ein Einser-Schüler geworden ist, dann wird er ja auch bald erwachsen werden. Und Vater, da ist er auch schon. Ja, der hat die Plugins programmiert, der hat die Programmierfähigkeiten. Das geht langsam immer besser bei ihm. Der bringt schon ein bisschen immer gut Kohle nach Hause. Und der wird dann definitiv, oh ja, da muss er noch 3 Videospiele oder Apps programmieren. Mal gucken, was wir den machen lassen und vor allen Dingen, ab welchem Programmierlevel das geht. Wo hat er denn die Fähigkeiten? Die Fähigkeiten, ach, da haben wir sie. Gucken wir mal, Comedy, Fitness, Programmieren. Naja, gucken wir mal, ob das ab Level 7 geht. Theoretischerweise geht das alles bis Level 10. Also wenn das so ist wie bei den alten Simses, schauen wir mal nach, ob das so ist oder ob ich mich jetzt total verfranst habe. Und dann lassen wir die mal aufstehen. So, mal schauen. So gegen 6 oder so müsste der erste... Wow, okay. Tim muss in circa einer Stunde zu Hause sein. Da ist auch Tim schon. Hunger hat er ganz viel. Das ist mir jetzt aber egal. Und Würstchen, der wird das Ding erstmal studieren. Lass mal ein Unwohlsein, aber Hauptsache er hat studiert. Und Vater hat Hunger. Wann darf denn der zu Arbeit? Um 9. 9. Ja, was kann der Mann machen? Der lernt nochmal programmieren. Ist nicht verkehrt. Und zwar programmieren üben. Ja, der hat eine Kantine auf Arbeit. Der darf auf Arbeit essen. So. Geht halt seinen Yang. So ne Mann. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Du darfst aber auch in der Schule essen. Sozusagen Pausenbrot und so. Ha. Weil wir müssen hier ja mal ein bisschen Effektivität reinbringen. Genau, der ist konzentriert. Das ist schon mal sehr schön. Fängt ja gut an. Oh Mann, wer schleppten sich da draußen alle drum? Wer waren das andere eh gerade? Der hat aber auch einen tollen Yang an sich. Wa? Guckt euch das mal an. Wie heißt denn der? Der hat so viele... Enrique! Das ist Enrique Tyson. Ja? Tyson. Der Max auch Mark Tyson mal, wa? Hier dieser Boxer oder was das war, wa? Ne, Mike Tyson. Oh, der könnte aber auch mal ein bisschen Diät hier bauen. Hoffentlich wird mein Vater hier nicht so... so von der Figur her. Er hat ja echt die Gefahr. Schachtisch kaufen. Ne, wir kaufen keinen Schachtisch. Selbstsicherer werden, ja. Neuen Frosch sammeln, weil Kurator, ja. Kennt man. Gut, und dann darf er schon zur Schule gehen. Das passt ganz gut. Er kommt pünktlich zur Schule. Ist ja mal ganz schön. Oh, halt. Den Himmel mit Teleskop betrachten. Na, mal gucken, ob er das nachher noch hat, den Wunsch. Mal sehen, wo wir ein Teleskop finden. Gut. So, Vater. Vater hat Hunger. Ja, da muss er jetzt durch. Mal gucken, was er überhaupt programmiert, beziehungsweise übt zu programmieren. Was programmiert er denn da? Sieht nach einer einfachen Skriptsprache aus. Ja, das erinnert mich gerade doch sehr an der DayZ-Server. Wo ich dann auch schon sehr viel mittlerweile eingestellt habe. Naja, das Übliche kennt man. Ja, da hat er dann Anweisungen gesetzt. Da holt er sich dann... Die Programmbibliothek ran, da sagt er, welche Parameter ausgeführt werden soll.
Ist eigentlich alles ganz einfach. Ich weiß ja nicht, warum man das üben muss. Der Frosch hier anglotzen. Nee, gibt's nicht. Programmieren mal ein bisschen weiter. Oh, 50% hat er. Das ist schon mal sehr schön. Sehr schön. Das heißt, er könnte vielleicht bald in der Verlegenheit. Oh, DVDs. Yeah. Benutzt sowas überhaupt noch jemand? DVDs heutzutage, wo man alle möglichen Angebote schon online erwerben kann, ohne überhaupt ein handfestes Medium in der Hand gehabt zu haben? Gute Frage. Also bei mir merke ich ja selber mittlerweile den Wandel auch, dass sämtliche Medien, die ich so jetzt konsumiere, also ob das nun ein Software für einen Computer ist, ob es die Musik ist oder Bücher, die erwerbe ich sozusagen nicht mehr als festes Medium, sondern immer als Daten sozusagen. Ne? Gut. Beide fühlen sich unwohl, das heißt bis zur Mittagspause zumindest. Und jetzt rennt die Zeitmaschine, obwohl hohes Tempo, nicht mehr so schnell wieder. Ich keine Ahnung, woran das liegt. Aha, da ist die Stereoanlage an. Oh, was ist so lustig? Exos bemerkt, dass alle grinsen und lachen. Aber wenn er sich nähert, werden schnell alle Chatfenster geschlossen. Er kann vorgeben, nichts bemerkt. Oder sein Team zur Rede stellen. Ja, wir ignorieren das mal. Was ist denn passiert? Gute Chefs wissen, wann man sich raushalten muss. Was auch immer der Witz war. Er wird in Vergessenheit geraten und Exos freut sich, dass die Kameradschaft in seinem Team wächst. Und er ist glücklich. Was hat er hier? Verbesserung des Zusammenhalts, große Motivation unter den Mitarbeitern inspiriert diese zu fleißiger Arbeit. Ja, man muss sich wirklich nicht in jeden Mist reinstecken, die Nase. Das stimmt durchaus, was das Spiel ja mal auch sagt. Also, wenn ihr mal Stress auf Arbeit habt, lasstet euch nicht immer so zu Herzen gehen. Es gibt durchaus weiter Schlimmeres, also... Man muss nicht wegen jedem kleinen Ding hier anfangen zu heulen oder sonst was. Es gibt weitaus schlimmere Dinge im Leben. Ja. So, wir haben jetzt 12 Uhr noch was. Dann lassen wir mal weiter ackern hier. Jetzt fühlen sich zum... Ach du Schande, schon wieder ist das Ding kaputt. Warum ist das Ding immer kaputt? Oh, was ist da passiert? Tim ist für heute fertig mit der Schule. Eine 2 ist eine gute Note. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Raum für Verbesserung gäbe. Ja. Ist er denn jetzt schon zu Hause? Ja, er fühlt sich unwohl, weil schmutzig. Oh ja, der ist wirklich schmutzig. Gut, dann machen wir mal hier duschen. Danach darf er das Ding hier studieren. Und dann, wo war der Inventory? Der hat das auch schon. Danach darf er, Hausaufgaben machen. Ja, mach die mal. Danke sehr. Jetzt habe ich schon wieder nicht diesen Zusatzpunkt. Mal gucken, ob der dann, wenn ich hier Hausaufgaben gemacht habe, erscheint. Mit der Zusatzaufgabe. Ich hoffe mal schon. Haben wir denn hier was Neues drin? Neue. Eine Schatzkarte hätten wir zweimal. Ihr wilden Frosch finden, ist durchaus löblich. Also zwei Schatzkarten und der Dingenskirschen, genau. So, duschen läuft. Wie lange ist Vater noch auf Arbeit? Bei der Arbeit dauert noch bis 17 Uhr. Aha, da geht sich ganz gut aus eigentlich. 17 Uhr. Hygiene, Spaß. Ja, er hat ja auch Spaß beim Lernen. Schwupp, kaum hat er das Buch genommen, geht das schon hoch hier. Mensch, ich so an meine Jugend denke, manchmal habe ich echt keinen Spaß beim Lernen gehabt. Also, der ist hier fantastisch. Aha, jetzt geht's doch wieder ein bisschen runter. Und jetzt geht's wieder hoch. Das ist irritierend. Hat er wohl gerade ein Kapitel gehabt, was nicht so spannend war? Ah, kann schon durchaus sein. Jul, was hat dann? Hunger, Müdigkeit, Sozialität? Ich denke mal, wenn er gelernt hat und ich hoffe auch die Zusatzaufgabe, dann darf man ein bisschen Vanille haben. Schachtisch kaufen, nö. Was hat er hier?
Selbstsicherer werden, an einen Spiegel üben. Das hier Videospiel spielen? Nee, das lass mal dein Vater machen. Das ist ernste Arbeit, Videospiele spielen hier. Das ist einfach nicht mal so was für nebenbei hier. Da muss man so konzentriert sein, nicht dass man irgendwelchen Mist baut oder so. Ne? Genau, so. Joa, der ist echt fleißig. Ich bin immer wieder beeindruckt über den Jungen. Ist der Wahnsinn. Gut, was macht Vater? Vater? Halt, was macht der hier noch? Er hat hier Hausaufgaben, konzentriert, Idealstimmung haben wir. Und ja, die Hausaufgaben. Tolle Ding. Wie viel hat er da fertig? 25% ist nicht gerade viel. Lassen wir mal ein bisschen Fallot machen und dann kommt Vater nach Hause. So, Vater, komm mal her. Wo bleibst du? Ist doch 17 Uhr. Wow! 1500 Flocken fast! Beförderung zu Entwicklungschef. Wow, was ist denn da passiert? Also, was hat er bekommen? Exos wurde befördert und ist jetzt Entwicklungschef. Er verdient jetzt 5 Simoleon mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 78 Simoleon pro Stunde ergibt. Er hat zudem folgenden Bonus erhalten. Okay. Er hat 874 Simoleons bekommen. Aha, da war der Bonus. Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft. Seine nächste Schicht beginnt am Dienstag um 9 Uhr. Aha, was haben wir denn? Dienstag, das ist morgen. Montag, ja, okay. 9 Uhr bis 17 Uhr. Da hat sich also jetzt nichts wieder dran geändert. Da muss man immer gucken und aufpassen. Dienste der Wissenschaft. Wartet mal. Ich habe da so ein Animus. Dass da irgendwie was Besonderes hinzugekommen ist. Deko. Ich hatte da nämlich was gesehen, ihr habt, als ich mal durchgeguckt habe. Lama. Nee, hier sind solche Talentpreise. Ich hatte irgendwie so ein komisches Symboldings gesehen, aber anscheinend. Doch hier, da ist es. Jetzt ist es freigeschaltet. Was macht denn das? Das macht nur Deko. Das ist nur so ein kleines Dingens hier. Ach, der macht das da gleich seitlich, wenn man das dran macht. Was macht das denn noch Besonderes? Aha. Ja, aber mehr macht das nicht. Das macht nur Deko halt. Konzentriertes Deko. Ist man dann automatisch konzentriert? Warte mal. Die Frösche stören natürlich jetzt. Warte mal. Bauen Dingens. Hausinventar. Ach, was ist denn hier los? Erfinderpreis. Das kriege ich automatisch. Das habe ich auch bekommen. Warum habe ich denn das bekommen? Technikguru bestimmt? Computerfestplatte. Das hier? Schildwache! Das ist eine Uhr! Entschuldigung. Das ist eine Uhr. Das ist ja mal ein Ding. Was haben wir hier bekommen? Der Hipster-Hager. Joa. Wow. Das sind so Items, die wir einfach so bekommen. Was sagt dann dazu? Ja. Schauen wir mal. Machen wir mal das hier ins Inventar. In Inventar platzieren. Okay, geht so. Dann kommt die hier rauf. Ja! Und der kommt hier auch ins Inventar. So. Und dann kommen ja da auf der Festplatte. Nee, die gehen dann hier. Was ist denn das? Die kommen hier vorne hin, auf vor ins Bett. Okay. Was hat er noch? Oh, wow. Warte mal. Eine Uhr. Wobei, eigentlich ist eine Uhr im Schlafzimmer eine miese Sache, wa? Oh, guck mal. So hat er so Raster. Und so kann man ganz frei gestalten. Warte mal, ey, der macht die sich aber am Computer ran. Warte mal, hier, warum kann ich das jetzt hier nicht drehen?
Mist, verdammter Hacke. Ach so, ich kann ja mit dem Mausdings hier drehen. Mach mal so. So, machen wir mal so. Oder hier so. Klack. Genau. Ui! Dann haben wir noch eine Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist auf alle Fälle gut. Ja. Kann man die hier auch so ein bisschen Flyer platzieren mit der Alt-Taste? Nee, das geht nicht. Ui, Kaffeemaschine! So, dann machen wir mal diesen hässlichen Dingens hier weg. Warte mal, wie macht denn der? Der macht ja nichts, guck mal. Und der macht gleich richtig noch Komfort und konzentrierte Dekor. Oh Gott, das ist so ein Riesendingens. Warte mal, wie machen wir das? Wollen wir das hier vielleicht so hinmachen? Dann müssten wir den Fernseher aber dahinter platzieren. Warte mal. Probieren wir mal, wie das hier aussieht. So. Schubidu, Schubidu. So hin. Und die Stereoanlage. Ups. Wo ist sie jetzt gelassen? Da. Und die Stereoanlage kommt dahin. Was haltet denn davon? Dann habe ich noch einen Stuhl bekommen. Zeitgenössischer Esszimmerstuhl. Ja, machen wir nochmal da einen hin. Dann haben wir da Viere. Ja. Eigentlich ja nicht mal grundverkehrt. Da haben wir noch mal eben mal Frösche. Joa, können wir so lassen. Wow. Da war die Schildwache eine Uhr. Fass es nicht. Okay. Das sind so Dinge, die verblüffen einen immer wieder. So, Vater. Was machst du? Vater, Vater, Vater. Der soll. Was soll er denn machen? Zwei freiberufliche Jobs abschließen. Programmier Level 6 und Leistung. Gut. Er wird auf alle Fälle erstmal was essen. Öffnen wir das mal. Was hat er denn noch drin? Das ist nicht mehr viel. Egal. Ein Gericht nehmen. Dann wird er duschen. Dann wird er verwenden. Reparieren und dann macht dann freiberuflichen Job. Programmieren. Freiberufliche Arbeit beginnen. Ja, und weiter. Dann hat er ja auch automatisch Programmierlevel. Passt eigentlich ganz gut. Und was macht unser Sohnemann? Sohnemann ist ganz fleißig dabei. Mensch, wenn alle Kinder so fleißig wären, was hat er denn hier? Bibliothek besuchen. Könnte man vielleicht machen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er dann fleißig seinen Aufgaben nachgeht. Das hat er letztens ja auch nicht so ganz hingehauen, wa? Ja, da gibt's nichts zu lachen. Ja, das ist schlimm mit dir, ja? So. Er ist hochkonzentriert noch. Quasselt automatisch mit mir herum. Da war machen. Hauptsache, er vernachlässigt seine Hausaufgaben nicht zu sehr. Gut. Levelaufstieg. Levelaufstieg. Charisma. Sehr schön. Ja. Er wäscht mal gerne mal Fastfood. Die richtige Gamer-Nahrung. Ja? Und so eine Mann quasselt jetzt nicht viel. Der macht seine Hausaufgaben. Oh ja. Red mal was von der Sonne. Genau. Ein bisschen Sonne wäre ja nicht schlecht. Besonders wenn man so blass ist. Oh, ich hätte gerne einen Cappuccino, wenn wir so eine tolle Kaffeemaschine haben. Damit meint er die hier. Ja? Und jetzt geht's über Kunst weiter. Ja, Kunstgespräche sind ja auch immer so ein Ding. Ich möchte aber gerne mal zocken. Wirklich zocken. Ja, was der alles will. So. Dann ist die Hausaufgabe fertig und dann wollen wir mal gucken. Genau, Zusatzaufgaben machen. Sehr gut. Wunderbar. Ja, pack mal dein Handy weg. Du sollst nicht immer so viel da rum simsen und so. Obwohl, simsen tut ja keiner mehr. So, Vater macht sie sauber. Was hat ein Vater dann auch noch im Aufgabenpool? Der hat dann noch reparieren, okay, und freiberufliche Arbeit beginnen. Passt eigentlich ganz gut. Und der Sohnemann, wie weit ist er damit? Wollen wir das Ganze mal beschleunigen? So spannend ist die Schreiberei ja nicht. Ah, oh, schubidubidu.
So. 50% und na komm, so schwer kann es nicht sein. So und so viel Tuning-Teile, wartet mal. Dann darf Vater danach Teile plündern. Und danach darf er nochmal programmieren, freiberufliche Arbeit fortsetzen. Darf er das kurz mal abbrechen, danke. Weiter geht's. So, warte mal. Wobei, warte mal, wenn er sowieso fortsetzen macht, kann ich das ja abbrechen. Lassen wir mal hier durchwühlen. Dann darf er. Ist das nochmal Teile plündern? Nö. Schon sagen. Wegwerfen. Genau. Wenn er weggeworfen hat, darf er dann nochmal programmieren und die freiberufliche Arbeit fortsetzen. Genau, dann sollte er theoretisch ja bald auch das durchhaben. So, Sohnemann. Was denn los? Wo hat er eine Buch gelassen? Hat er eingepackt? Er hat es eingepackt. In Welt platzieren. Warte mal, nee, nicht so. Machen wir mal so. Gucken wir mal. Schwuppdiwupp. Nochmal kurz Perlay-Taste. Gucken wir mal. Nee, geht nicht. Okay, geht's wirklich echt nur einmal am Schultag? Gut, was darf der Junge jetzt machen? Er hat Hunger. Oh, der hat wirklich Dampf. Soll er mal eine schnelle Mahlzeit, kriegt er Mikrowellenessen und danach darf er wieder auf Froschjagd gehen. Und buddeln darf er. Buddeln, 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 weil er hat ja Schatzkarte. Eine Schatzkarte. So, hier darf er noch einen Schatz graben. Und dann darf er noch mal zweites Mal einen Schatz graben, wenn ich jetzt noch was finde. Hier darf er auf alle Fälle einen Frosch suchen, weil den wollte er ja auch haben. Da ist nichts weiter. Da haben wir hier Pilze, die taugen nichts. Hier sind Kristalle, die nehmen wir mal. Na, machen wir auch mal Schatzkram, was soll's hier. So, da ist er nichts. Oh, was hat er denn hier drüben dann? Nix. Da ist einmal. Nee, so nicht. Da darf er graben. Und dann sind da nochmal die epischen Frösche. Warum die Frösche jetzt episch sind, keine Ahnung. Fragt Blizzard. Da ist immer alles episch. Dann darf er hier nochmal graben. Dann, wenn wir schon weiter bei den Fröschen waren, das vergesse ich immer wieder, die blöden Dinger. Ja, geht natürlich nicht. Jetzt ist er natürlich noch am Essen, super. Ganz großes Kino. Vater, was ist los? Wow, so viele Tuning-Teile hat der schon. Kann ich ihn hier bei den Festplatten machen? Ansehen, emotionale Aura aktivieren? Emotionale Aura aktivieren. Oh! Das ist ja hammergeil! Geht das hier auch? Emotionale Aura aktivieren. Dann macht das überall jetzt konzentriert. Scheint so. Sending. Tim hat eine Kapsel gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Irgendwie geht's denen aber mies. Ach, der hat wieder Mikrowellenessen. Ah, Mann, dass das Zeug immer so schlecht ist. Keine Ahnung, warum das so ist. Öffnen. Dann darf er hier mal Frösche züchten mit den hier. Okay, passt schon mal. Joa. Gut. Machen wir das mal zu. Danach darf er danach machen. Spaß hat er. Der darf dann machen. Na, 22 Uhr bald. Der darf bald schlafen. Nee, ein bisschen Energie hat er noch. Das heißt, er kann einen Kanal schauen. Und zwar einen Action-Kanal. Oh. Boah, die Socken gehen noch. Blase ist okay. Also seitdem ich Stahlblase habe, geht das ja nicht mehr runter. Das ist super.
Eine Sache Felix, weniger, worum sag ich mich so. echt so kümmern muss. Juhu, dann darf er hier einmal öffnen. Okay. Vater, was ist los? Was macht dein beruflichen Karrierestand? Computerschnutzung ist abgeschlossen. Er ist konzentriert. Ich denke mal, das durfte beim Programmieren eh von Hilfe sein. Ah, lass doch mal ein bisschen Tempo Hey, hier. Snoop. Sohnemann, was los? Er buddelt noch aus. Wo ist er? Genau. Fühlt sich immer noch unwohl wie in der Mikrowellen fraß. Okay. Schubidu. Und er hat noch eine Kapsel gefunden. Mensch, was der alles findet. Jetzt bin ich mal gespannt, was in den Kapseln drin ist. Und eine Schatztrate wieder. Nicht übel. Gut, er hat einmal das, dann darf er das nochmal öffnen. Und. Na, mach mal auf, das Ding. Ein Gothboy nochmal öffnen. Na, welcher ist es jetzt? Eine My Sims Trophäe, super. Habe ich jetzt noch eine Dings oder nicht? Ne, drei sind offen. Einmal ein Gothboy, dann habe ich einen Tobor und. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Gut, sagt mir jetzt irgendwie nicht viel, aber ist ja okay. Frage ist, ob ich die wirklich behalten sollte, die Fion. Ich weiß es nicht. Ist er jetzt eigentlich auch automatisch konzentriert? Deaktivieren. Keine Ahnung. Nickerchen machen, sitzen. Oder kann er sogar Nickerchen drauf machen? Okay. Er ist gut unterhalten, der Sohnemann, und wird langsam müde. Das heißt, dann können wir ihn mal schlafen lassen. Oder wie weit ist er denn müde? Ja, der kann schlafen. Das ist gleich 0 Uhr. Dann passt das. Genau. Dann machen wir hier mal Ende mit der TV. Macht dann auch aus? Keine Ahnung. Ja, er macht ihn aus. So, Vater, was los? Sozialspaß. Oh Gott. Ja, wer so viel programmiert, hat kein Sozialleben. Ist natürlich echt grausam. 9 Uhr, das heißt eine Stunde später als der Kleine. Machen wir den hier mal ein bisschen durch. Programmieren mal ein bisschen flotter. Levelaufstieg. Aha, was kann ich jetzt machen? Halt. Warte mal, warte mal, was war das gewesen? Mann. Hier, falsch. Da, jetzt. Level 7 der Programmierfähigkeit erreicht. Exos kann jetzt Handy-Apps entwickeln. Das heißt, sobald ich dann diese Freiberufler-Jobs durch habe, dann kann er sich sozusagen den Handy-Apps widmen. Genau. Sehr schön. Gut. Schubidu und Ping! Oder nicht? Na? Ja. Oh, der trägt ja richtig Kohle. Wieso schicke ich den überhaupt arbeiten? Ich weiß es nicht. Gut, das heißt, er darf jetzt auch schlafen. Und da steht er. Ich hatte mein Bedenken, so eine wichtige Arbeit von einem Freiberufler erledigen zu lassen. Oh Mann. Aber du hast erstklassige Arbeit geleistet. Besten Dank. Ja, gerne doch. Hat mir viel Freude gemacht. Jetzt haben wir schon 8000 Flocken. Ich bin schon überlegen, ob wir wirklich hier vergrößern. Das wird ja immer genialer mit der Kohle hier. Naja, wir sind ja auch sehr sparsam, muss ich sagen. Also von daher auf jeden Fall. Wie auch immer, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Exos sorgt Sims vor. Also, bye bye und ciao, ciao.